Die Schaumburg ist kein Lost Place, wie wir ihn sonst hier zeigen. Alter! Alter! Diese Woche ist uns so akuter Freizeitmangel anheimgefallen, dass einfach kein full-blown Video mehr zu produzieren war. Aber die Schaumburg, erstmals 1119 urkundlich erwähnt, bietet trotzdem ein paar schöne Entdecker- und Klettererlebnisse. Etwas abseits der touristisch überlaufenden Sehenswürdigkeiten im Weserbergland. So darf man sich frei auf dem gesamten, geschichtsträchtigen mittelalterlichen Gelände bewegen und nach einer wirklich kleinen Spende sogar den 30 Meter hohen Burgfried erklettern. Was wir uns dann natürlich auch nicht haben nehmen lassen. Es knirscht und knarzt im Gebälk bei jedem Schritt auf dem uralten Bohlen. Und ganz oben belohnt eine wunderschöne Aussicht das Gestöhne und Geächze, die unzähligen Stufen hochgestiegen zu sein. So ganz nebenbei gibt's auch noch ein paar ordentliche Kuriositäten zu bestaunen. What the fuck? Nächste Woche geht's auch wieder hoch hinaus, wird auch ein bisschen länger das Video. Bisschen hoch. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann nächsten Freitag wieder. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Wir schaffen es, Menschen einfach mal hinzu. Das gibt's echt nicht. Ja.